Diese Woche geht es aber dementsprechend wie gewohnt weiter. Wie gesagt, jeden Dienstag hier mit am Start für euch und natürlich das Ganze hier am Repräsentieren. Heute, schönes Spiel, was wir auf jeden Fall direkt von vornherein haben werden. Und zwar hier Chicken Dinner gegen Bomb Brothers. Bomb Brothers jetzt das erste Mal, ich glaube, dass sie ESL spielen. Und ja, zu Chicken Dinner brauche ich nicht viel zu sagen. Das sind natürlich hier ganz alteingesessene. Das sind quasi wirklich hier Legionäre auf der PS4. Apfel mit Birnen. Escape, Agamesh, Killer DD und Kara. So, wir warten hier nur noch auf den letzten und dann können wir natürlich hier direkt loslegen. Die Map, auf die sie hier spielen werden, wird hier dementsprechend Clubhouse sein. Und da werden wir mal sehen, alles klar, wir können starten. Und dann würde ich mal sagen, ab geht die Luzi hier und wir switchen alles direkt mal um. Wir werden uns natürlich angucken, wer hier wo, welche Operator bannen wird. Die üblichen Verdächtigen sind natürlich wie immer Maverick, Capitao, Mira und Echo. Es könnte natürlich auch immer wieder mal eine Ella fallen, so wie das natürlich üblicherweise hier ist. Und damit müsste das eigentlich alles soweit passen. Wir warten natürlich, wie gesagt, hier auf den ersten Bann und das ist hier der Maverick. Passt soweit, alles soweit safe. Und es könnte auch sein, dass ein Capitao nochmal mit rausfliegt. Ich bin mir halt nicht ganz sicher. Das werden wir aber gleich natürlich im Nachhinein sehen. Es könnte auch eine Sophia sein. Es könnte aber auch natürlich noch ein anderer Hardbreacher oder der Thatcher zum Beispiel sein. Ne? Das sind natürlich die üblichen Verdächtigen wie immer. Jetzt gehen wir mal komplett mal in die Vollview mit rein. Und da sehen wir gleichzeitig den Jackal rausfliegen. So, dann haben wir das auch schon mal drin. Und jetzt gehen wir natürlich ganz standardgemäß zu den Defendern mit rüber. Und da, wie gesagt, üblicherweise Mira, Echo, das hat die Standard-Buns. Mal gucken, ob hier nochmal eine Ella mit rausfliegen wird. Ich bin mir halt noch nicht ganz so sicher. Zumindest fliegt hier auf jeden Fall schon mal der Echo auf Seiten von Chicken Dinner mit raus. Das ist auf jeden Fall schon mal gut. Damit ist ein Vision Operator, ein sehr, sehr wichtiger Vision Operator, meiner Meinung nach, direkt hier mal mit rausgekickt worden. Und last but not least, ja, da lässt man sich so ein bisschen Zeit. Ich weiß halt nicht, wie gesagt, wie Bomb Brothers drauf ist. Ich kann es euch nicht sagen. Ich weiß aber ganz genau, wie die Jungs hier von Chicken Dinner spielen können und werden. Der Kara hatte natürlich, ich habe das aber auch ganz zufällig gesehen, wirklich ganz zufällig in seinem Stream gesehen, dass er tatsächlicherweise plant, hier mit auf PS4 mit rüber zu gehen. Würde mich mega nice freuen. Wie gesagt, Potenzial ist da. Also, Kara, wenn du das hier hörst, warum denn nicht? Ich würde es machen, wenn ich du wäre. Also, du hast auf jeden Fall schon mal einen guten Plan. Das passt. So, so viel zu dem Thema. Jetzt können wir uns natürlich gucken uns mal an. Also, erster Spot, den sie spielen hier, ist CCTV. Ich guck mal, Ton müsste jetzt eigentlich auch gleich bei euch. Ja, Ton habt ihr jetzt auch. Perfekt. Auch mit am Start sein. Und da gibt es nochmal einen sechsten Pick hier auf die Hibana von dem Thatcher. Kaffee rauszubannen, kann man hier machen. Wie gesagt, ich kann halt Bomb Brothers jetzt noch nicht 100% einschätzen. Wir werden es halt sehen. Gehen einmal kurz mal die Spieler hier durch bei Bomb Brothers. Da haben wir einmal den Wins. Back to Basics. Lion. Erik. Und den Robin und auf Seiten hier von Chicken Dinner, wie gesagt, Kara, Killer DD, Escape, Apfel mit Birnen und den Agamesh. So. Wie gesagt, damals schon, wo ich selber PS4 gespielt habe, ich habe es nie gemocht, gegen Agamesh zu spielen. Nie. Immer, wenn ich gegen ihn gespielt habe, habe ich direkt von vornherein auf die Fresse gekriegt. Ich erinnere mich noch mein allererstes Ligaspiel gegen ihn. Das war auf Border. Also ihr merkt schon, das ist schon 3 Jahre her und ich vergesse es immer noch nicht. Ich wollte nur noch eine Utility bei CCTV legen. Zack, Headshot direkt durchs Window. So fing die Runde für mich an. Also ich kam da gar nicht zum Zug und konnte da quasi meine Roma-Fähigkeiten erst gar nicht zum Einsatz bringen, weil ich halt immer sehr früh rausgezogen wurde. Wir gucken uns erstmal den Aufbau an, wie sie hier agieren werden. Erik befindet sich hier Richtung Stock, könnte jetzt auch dementsprechend auf Konfrontation mit dem Kara gehen und damit auch hier den Opening Frag ziehen. Die Ash ist down, also Entry Frigger ist schon mal raus. Einer der Entry Frigger. Wurde natürlich jetzt nicht 100% safe durchgedroht, daher ist es natürlich hier zu diesem Malheur gekommen. Jetzt warten wir natürlich mal ab, wie sich das ganze Spiel hier weiterhin verhält.
Sonst sieht es erstmal ganz normal aus. Also, es ist auch gerade mal die erste Runde. Wir werden mal warten. Agamesh ist jetzt hier schon mittlerweile drin. Könnte eigentlich jetzt schon Kontakt hier mit dem Legion haben. Eben das Ganze wunderbar ab hier erstmal Richtung Connector. Bandit ist natürlich direkt hier an der Main Wall dran. Vielleicht gibt es ja nochmal dementsprechend eine Kobe. Die ADS wurden zumindest entschärft. Jetzt müsste der Killer Delay auf jeden Fall handeln. Das ist jetzt sehr, sehr wichtig. Die Nate muss jetzt kommen, damit auch der Escape gleich hier ganz easy peasy die Wall mit aufbreachen kann. Ja, warten wir mal hier auf das Kommando. Und jetzt fangen sie an. Jetzt versuchen natürlich den Bandit mit rauszuziehen. Da kommt die Nate und connectet hier nicht, aber richtet dementsprechend Schaden an. Mal gucken, gibt es hier nochmal die Konfrontation. Wins aber trotzdem hier den Apfel mit Birne rausgezogen. Also eiskalt hier direkt sich am Window behaupten können und gleichzeitig auch noch hier die exotherme Ladung abgefangen. Was ein Beast hier direkt an der Wall. Sehr, sehr giftiges Gameplay von ihm. Jetzt bin ich mal gespannt. Killer D hat noch eine weitere Nate, wird das hier nochmal wagen. Zu unterschätzen ist das Ganze definitiv nicht. Jetzt kommt die zweite Nate und jetzt ist es vollbracht. Jetzt kann man natürlich die Wall easy peasy hier mit aufbreachen und gleichzeitig zieht auch Agamesh hier den Robin raus. Ausgleichssituation ist da. Wir haben noch eine Minute zu spielen, meine lieben Freunde. Und jetzt greift auch gleichzeitig die Claymore hier von dem Typhoon. Starke Aktion hier an dieser Stelle. Weiter geht es also Apfel mit Biene aka in dem Sinne. Und da gibt es nochmal die nächste Konfrontation direkt Richtung Eastern Stairs. Last Man Standing bleibt damit hier allein. Er muss natürlich jetzt versuchen, sich gegen drei weitere Leute zu behaupten. Und mal schauen, kann er sich hier durchsetzen, ja oder nein? Absolut gar nicht. Und schön nochmal zur Vollendung gebracht hier auf Seiten von Chicken Dinner. Nice Ding. 1 zu 0 steht es hier. Und auf beiden Seiten, das sieht schon ordentlich aus. Also das schmeckt auf jeden Fall, so wie die gerade hier spielen. Gefällt mir. Wir warten mal ab, wie sich das Ganze verhält. Normalerweise sagt man ja hier auf Clubhouse, ist es so, dass du in der Defense doch schon mehr also Vorteil hast. Also Defense-lastig. Ich stelle es halt immer in Frage, weil es immer auf das Team drauf ankommt, welches dementsprechend hier angreift. Wir gucken uns gerne nochmal hier die letzten Situationen von dieser ersten Runde an. Und das war auf jeden Fall stark gemacht hier von dem Escape. Also der räumt dann zum Schluss nochmal auf. Und das war auch sehr, sehr wichtig, dass der Bandit hier von der Wall durch die Nähte geholt worden konnte, damit man überhaupt diese weiteren Schritte einleiten konnte. Erst dadurch kam erst Agamesh dazu. Der hat auch sehr, ich glaube, über eine Minute hat er gewartet hier in der Garage selbst, um dann nochmal den Angriff einzuleiten. So, noch einmal der Versuch auf CCTV. Aber man nimmt wieder den Bandit mit, Jäger, Castle, nochmal vorsichtshalber. Ob das jetzt so viel bringt, weiß ich nicht, denn ja, der Agamesh, der wird mit Sicherheit schnell drauf schalten. Es sei denn, es ist gemutet, ne? Das ist halt so das Ding. Wenn das CC-Window hier mit der Castle-Barrikade gemutet ist, wird es halt schwer, diese aufzubekommen. Ansonsten mit der Ex-Kairos-Ladung ist das Ganze an sich schon erledigt. Also das ist dann keine große Kunst mehr tatsächlicherweise. Restlicher Aufbau. Construction-Zeit. Das Single-Panel wurde jetzt noch nicht mit reinforced. Ansonsten kann man natürlich auch so eiskalt drauf sein, einfach mal alle da durch, mit einem LMG zum Beispiel vom Capitao und gib ihn schön da rein, aber hier wird vom Back to Basic auf jeden Fall schon mal mit Reinforced, sehr, sehr wichtige Angelegenheit, aber ich wiederhole es halt nochmal, die Castle-Barrikade, weiß ich nicht, kann nicht 100% behilflich sein, was aber behilflich sein kann, ist natürlich, wenn man hier direkt an der Door zu Wall hin ein Schild mit aufstellt, ADS dran platziert, wie es der Lion gerade macht und sobald die Wall dann doch aufgehen sollte, kann man das ihn trotzdem noch safe halten. Also Agamesh macht hier zwei Punkte direkt mit auf, wir gucken uns mal die restlichen Operator an. Eigentlich nur der Erik, der aktuell draußen ist. Das ist die Monthly Challenge. Da gibt es auch schon die erste Konfrontation. Und jetzt konnte Kara sich hier behaupten. Muss aber aufpassen, weil wie gesagt, der Castle steht auch noch hier direkt eiskalt Richtung Blue Stairs. Ja, mal schauen. Trotzdem pusht der Kara hier durch und kann den zweiten Frag hier vollziehen. Wunderbar gemacht. Gleichzeitig der nächste Battle. Und Killer DD hier nochmal nachgelegt. Jetzt fangen sie an, richtig Gas zu geben. Jetzt wollen sie hier aufräumen. Und die Barrikade wird aufgehen, ob so oder so. Der Bandit versucht nochmal, Agamesh hier auch mit dem zweiten Frag. Das war auf jeden Fall nice gemacht. Und jetzt sind sie schon am Spot dran. Last Man Standing, dann mit der Mute. Also Überrollkommando ist angesagt, Back to Basic, aber trotzdem hier nochmal mit der Pumpgun. Kriegt einen zweiten auch nicht mit der Knife hinterher. Da war einfach viel zu langsam gewesen. Und damit geht eine weitere Runde hier für Chicken Dinner. Was ist das überhaupt für eine Liga, die überhaupt gestreamt wird? Das ist die Monthly Challenge der PS4. Also von der ESL. Wir haben halt nochmal den Überbegriff dafür.
Das ist an sich, Junki, das ist an sich die Monthly Challenge. Ganz normal. PS4 Monthly Challenge. Wir haben aber hier nochmal den Überbegriff dafür PS4 Liga. Weil es ja an sich auch eine monatliche Liga ist. Ne? Es ist ja nicht nur, es ist eine Challenge, klar. Ne? Aber es ist halt gleichzeitig auch eine Liga, die monatlich ausgetragen wird, wo man sich dann dementsprechend Punkte ergattern kann. Und am Ende des Monats oder beziehungsweise schnellstmögliche Datum im Folgemonat gibt es dann quasi das große Finale, wo dann die 8 besten Teams aus dem vorherigen Monat gegeneinander antreten können und hier Premium Plus Mitgliedschaften abräumen. Wenn man natürlich mehr dazu erfahren möchte, einfach Ausrufezeichen Bracket und dann seid ihr natürlich direkt auf der richtigen Seite und könnt euch die notwendigen Informationen raussaugen auf der Homepage. Das Ganze mal von oben noch mal an, weil wie gesagt, der Spot, der jetzt hier gehalten wird, ist Church. Also nach zwei Anläufen entscheidet man sich dafür, jetzt unten zu spielen. Meiner Meinung nach auch ein besserer Spot tatsächlicherweise, denn da können die Gegner nur von oben kommen. Küchenhatch ist auch schon so weit auf, das passt soweit. Und da gibt es noch keine Konfrontation. Apfel mit Birnen droht gerade hier noch vor für den Kara. Da braucht die Ash sich wirklich nicht selbst vorzudrohen. Der Support ist ja aktuell noch da. Und die Gumein, die wurde auch schon detected. Also wunderbares Zusammenspiel hier. Einen nach dem anderen. Also man merkt schon, wie die Calls hier kommen. Und trotzdem kann der Robin sich hier durchsetzen. Damit auch den Opening Frag landen. Killer DD kommt auch schon so langsam mit dazu. Ansonsten, was den Support angeht. Und jetzt Back to Basic nochmal nachgelegt. Also jetzt läuft es, am Anfang läuft es immer ziemlich gut hier für Bomb Brothers. Apfel mit Birnen jetzt hier erstmal mit dem Refrag. Ist auch soweit am Spot dran und geht hier auf die Jagd und kann hier nochmal gesaved werden von dem Escape. Das war unheimlich wichtig. Agamesh nochmal nachgelegt. Immer wieder die gleiche Tour tatsächlich. Es sieht am Anfang immer gut aus hier für Bomb Brothers und danach geben die Jungs hier mal richtig Gas und Escape hier nochmal nachgelegt. Last Man Standing da mit der Lion. Er kriegt immer wieder die Life Marks und jetzt kann er trotzdem den Escape nicht bekommen. Viel zu schnell am Abdrücker gewesen. Das schmerzt. Ganz klare Angelegenheit. 3 zu 0, damit hier der aktuelle Stand. Ja, das nächste Spiel wird auch natürlich im Nachhinein sofort losgehen. Und zwar wartet dort bereits schon das Team von Essex Mates hier auf die Jungs von Chicken Dinner. Danach werden wir nochmal swappen runter beim Turnierbaum, gucken uns dann dementsprechend mal andere Spiele an. Und da bin ich mal echt gespannt, wer hier bis ins Finale kommen wird. So, noch einmal die letzten Szenen hier aus dieser dritten Runde. Der Lion hat natürlich hier versucht, sich nochmal ein bisschen safe zu halten, verständlicherweise. Und damit geht auch diese Runde zu Ende. Defenders, protect your bombs from being defused by attackers. Und ansonsten, liebe Leute, haben einige von euch mit Sicherheit schon mitbekommen, dass aktuell die Online-Qualifiers für die Six Invitationals laufen. Und die werden auch von mir ausgestrahlt, immer donnerstags, freitags, samstags, also freitags ab 19 Uhr, das sind immer 3 Spiele pro Tag. Also donnerstags 19 Uhr, freitags 19 Uhr und am Samstag dann um 15 Uhr. Und da dürft ihr natürlich auch sehr, sehr gerne mit einschalten. Oh, was macht der Bandit? Das sieht ja geil aus, wie er sich hier bewegt. Aber das habe ich schon öfters erlebt hier auf der Playsee. Guckt euch an. Ja, hat er hier so ein Hoverboard oder was hat er da unter den Füßen? Keine Ahnung. Auf jeden Fall kommt der Kara hier eiskalt rein und flext den erstmal raus.
Hätte ich erstmal vergessen, hier mit seinem Skateboard. Total lost jetzt in seiner Position. Aber wir müssten halt eins betrachten: der Kara hat hier auch ordentlich was abbekommen. Aber wie gesagt, ist nicht das erste Mal, dass ich das hier auf der PS4 erlebe. Sieht halt auf jeden Fall ulkig aus, sagen wir es mal so. Das hat man auch schon Richtung Construction Site, Custom Site, Entschuldigung, mit aufgebreached. Da kommt auch wieder einmal die Hedge. Bar Hedge wurde zum Beispiel jetzt hier gar nicht reinforced. Das Tempo, was die Jungs hier von Chicken Dinner mit auflegen, ist schon heftig. Back to Basic jetzt hier mit dem Refrake. Agamesh jetzt wieder mal in seinem Eiltempo unterwegs. Der hat halt starkes Aiming und der hat wirklich extremes Game Knowledge. Das muss man halt dazu sagen. Ja, unten wird nochmal hier ein bisschen geschossen und Mosey ist auch hier down. Apfel mit Birne nochmal nachgelegt. Und jetzt gibt es hier unten auf jeden Fall nochmal ein schönes Gemetzel. Direkt Richtung Arsenal. Einer nach dem anderen fällt hier raus. Erik und Robin mit den nächsten zwei Frags. Und ganz wichtig hier mit dem Ausgleichstreffer. Das muss auf jeden Fall sein. Also Minimum eine Ehrenrunde wollen wir hier definitiv sehen von den Jungs. Da steht schon mal ganz klar fest. Ansonsten spielen das ja auch hier gut. Und jetzt kann sich die Hibana auch durchsetzen. Zieht ja auch den nächsten Frag. Aber der Diffuser ist auch gleichzeitig down. Wir haben den Doc noch hier Richtung Escape. Kommt aber so langsam rein jetzt hier. Mit dem Battle. Kann sich aber nicht durchsetzen. Ein bisschen veraimt. Ein bisschen ist gut. Also der hat komplett daneben geschossen. Aber Killer Daddy hier dementsprechend mit dem letzten Kill. So. Wieder einmal Richtung Church. Erfolgreich angegriffen. Halten wir auf jeden Fall mal fest. Und gucken uns das Ganze nochmal an in letzter Situation. Der Erik wusste an sich, dass da schon jemand war. Also Sound war ja da, die Schüsse kamen ja schon im Vorfeld. Wollte sich nochmal auf eine sichere Position, glaube ich, hier. Und ja, da war er halt nicht mehr drauf gewesen. So einfach kann das Ganze laufen. Und nach vier gespielten Runden würde ich doch tatsächlicherweise mal sagen, lass doch mal einmal auf den Scoreboard schauen, wie es da aktuell aussieht. Es gibt hier aktuell als Topfrager unterwegs. Wir dürfen es nicht vergessen, er spielt die ganze Zeit Thermite, Agamesh mit 5, Affen mit Bieren 3, Kara 3 und Killer DD auch 3. Und der Einzige, der noch nicht im Scoreboard angekommen ist, ist der Line, aber das kriegt er auch noch hin. Wie gesagt, auf die Frags kommt es ja nicht 100% an, trotzdem möchte man halt wissen, wer wie viele Frags gemacht hat. Ist ja natürlich Information. So, zwei Runden noch. Danach gibt es hier den Rollenwechsel, also sprich den Swap. Angriff und Verteidigung wechseln dann für die nächsten 6 Runden. Ob es jetzt so viele geben wird, weiß ich nicht. Und wie gesagt, das ist halt, was ich meine. Also, defense-lastig hin oder her. Wenn du halt ein Team hast, das es vernünftig angreift, auch in den Zweikämpfen stark ist, dann ist das vollkommen Wayne. Castle auch wieder hier mitgenommen. Eine Wall ist noch nicht mit Reinforce. Es gibt natürlich immer wieder auch die dreisten Aktionen hier, die Wall aufzulassen. Direkt mal eiskalt den Zweikampf zu suchen. Wir haben 1, 2, 3, 4 On-Spot. Und einer müsste noch draußen rumturnen. Und das ist hier der Robin. Mal gucken, ob er hier Besuch bekommt. Ja, versucht's jetzt. Und jetzt die Ash. Nochmal schön in den Rücken reingeballert. Konnte aber jetzt nicht so viel Damage abziehen. Mal gucken, ob hier noch der Agamesh das Ganze abfangen kann. Ne, der ist viel zu weit weg hier. Auf der Position kriegt aber auch mit, dass Richtung Longshaman steht. Jetzt wollen sie natürlich schneller ran. Die wollen das auf jeden Fall fix machen hier. Gehen wir nochmal drauf. Der Winds wird halt immer wieder mit abgelenkt. Und jetzt kann er natürlich in aller Ruhe aufbreachen. Zur Sicherheit hat man hier nochmal die Sophia mitgenommen. Klar, der D befindet sich auch immer vor dem Gebäude. Und Robin auch schon mittlerweile hier zurückrotiert. Wenn sie einmal kurz durchdrohen, dann wissen sie halt, dass kein Bandit mehr hier direkt vor der Wall steht. Der Killer DD droht sich lieber nochmal vor. Es ist ja nur jede Menge Zeit da. Noch läuft hier gar nichts weg. Wer wollte denn da raus? Es gibt die Information natürlich, dass hier Richtung Launch mit der Breaching Round aufgeschossen wurde. Und da wird auch hier von dem Agamesh der Opening Frag gezogen. Eiskalt hat er sich Sneaky Peaky seinen Weg durchgebannt. Das schmerzt auf jeden Fall bei Merlin's Bad. Also die geben hier gerade richtig Gas. Planten auch schon mittlerweile. Und einer ist natürlich komplett abgeschnitten. Und jetzt hier Apfel mit Bier nochmal mit der Claymore. Und zum Schluss nochmal eine schöne Flawless Round on top dazu von Winner Winner Chicken Dinner. Und damit steht es 5:0. Ja, Hotsplitz. Was ist denn da los? Gucken uns das Ganze nochmal an. Also... da war halt der Opening Frag. Ich dachte erstmal hier, dass der Escape den Frag gezogen hätte, aber nein. Das war hier Apfel mit Birne. Da
ja dann doch schneller dazu kam und die Claimer nochmal hier richtig gelegt. Castle Barricade war ja auch nochmal hier Richtung Construction Site. So, dass auch der Castle hat sich quasi selbst den Weg verbarrikadiert und kam damit halt einfach nicht easy peasy zurück an den Spot. So, 5 zu 0, eine Runde noch. Dann, ja, wenn sie noch eine weitere gewinnen, haben wir schon Matchpoint. Und ich bin echt, ich glaube, bei den R6-Mates, das ist ein anderer Trupp. Ich glaube, die spielen ja mit zwei Trupps hier mit, ne? Soweit ich das gesehen habe. Ich gucke mir das Ganze nochmal an. Ich meine, ja. Ne, ist nur ein Trupp von R6-Mates mit am Start. Das spielen voll. Also Spyro ist dabei. Bucky. Susie. Daisy. Leader, okay. Das müssten eigentlich so die Spieler sein. Also der Sweden wahrscheinlich. Das könnte auf jeden Fall nochmal, naja, eine bessere Partie werden. Die wollte ich auf jeden Fall auch noch mit übertragen. Und danach schauen wir mal. Wie gesagt, ich will dann runter in den Turnier bauen. Team Mystic habe ich auch schon länger nicht mehr gecastet. Thanatos sind ja auch mit dabei. Ich kenne halt noch nicht alle Teams, ne? Also ich muss natürlich auch immer wieder mitschauen. Grüß dich, Exo. Na, jetzt wieder einmal Richtung Church. Ja, relativ schnell auch die Control. Die müssten. Allein will es halt wissen, ne? Der guckt auch schon, wo könnte jemand kommen. Die werden gleich von mehreren Seiten kommen. Das wird halt das Problem für ihn sein. Da muss halt aufpassen. Agamesh auch schon wieder eiskalt unterwegs. Er hat auch schon mittlerweile ausgedroht. Muss natürlich erstmal den Kopf hier mit einziehen, dass er hier nicht die Schüsse direkt in den Hinterkopf reinkriegt. Und jetzt ist der Jäger auf seiner Position gefangen. Kommt hier die Ashe noch mit dazu? Da gibt es erstmal einen Glory Hole. Aber der bringt erstmal nichts. Ist auch schon mittlerweile wieder rausgetappt. Damals auch schon gehört. Dann kam das C4 geflogen hier von dem Erik. Ohne Erfolg. Kara und gleichzeitig jetzt wieder einmal Richtung Launch. Gleichzeitig auch der Refrag von dem Robin an den Killer DD. 5 zu 0. Und da räumt auch Apfel mit Birne auf. Und da gibt es auch schon die nächste Konfrontation. Jetzt greifen sie von mehreren Seiten an. Wie geht's weiter? Kara gleichzeitig auch hier injured gegangen. Da muss man natürlich hier aufpassen. Wird das jetzt hier die erste Runde, die Bomb Brothers gewinnen wird? Zumindest ist hier aufgebreached. Diffuser ist erstmal hier gedroppt worden, direkt an der Hedge. Und da gibt es auch schon nochmal ein bisschen Unterstützung. Keiner kommt auf die Idee, irgendwie zu pushen. Bloß safe spielen. Ich weiß nicht, ob das die richtige Methode ist, denn jetzt gibt es wieder eine 3 gegen 3 Situation. Und die werden mit Sicherheit wieder den Kara hier vorschicken. Oder er droht sich halt selbst vor. Jetzt hat er auf jeden Fall mitbekommen, dass da jemand steht und Escape kommt auch gleichzeitig vom Escape und zieht sich hier den Frag. Eiskalter Dude. Oder war das doch über die Hedge? Kannst jetzt nicht genau einschätzen. Der zuletzt auch hier Richtung Custom Site stand. Lime befindet sich immer noch oben. Also bis jetzt ist es nicht erfolgreich gewesen. Die Hedge lässt zumindest auf. Kriegt er dann mit, dass hier der Escape jetzt hier auf den Plant gehen wird. Er hat auf jeden Fall eine gute Position. Kara hier nochmal nachgelegt. Back to Basic damit auch rausgefüllt hat. Und jetzt muss man aufpassen, denn jetzt gehen sie alle ran. Jetzt, also sind mal oben, mal unten. Line jetzt hier mit dem Refrag und der Plant ist im Progress. Das heißt, der Line muss hier runter droppen. Das ist halt ganz, ganz wichtig. Und wenn er das jetzt hier gleich macht, dann wird es schwer. Dann wird es schwer. Sollen wir mal hier bei dem Line draufbleiben, denn es hängt natürlich hier alles von ihm ab. Er muss die Runde bestimmen und der Thermite liegt halt sehr, sehr gefährlich. Da droppt er runter. Jetzt wird auch schon gesehen. Pre-Fire einmal aus der Hüfte. 101-Situation. Komm, jetzt wollen wir alle mal hier den Line an, dass er hier den Frag kriegt und dementsprechend wir auch hier eine Ehrenrunde sehen werden. Man muss halt aufpassen. Denn gleich ist wirklich sehr, sehr kritisch von der Zeit her. Ja, jetzt schafft das sowieso nicht mehr. Und Affenbeeren muss das Ganze eigentlich nur noch abwarten. Und da passiert es auch schon hier mit dem letzten Kill. 6 zu 0. Also, Flawless ist auf jeden Fall angesagt, würde ich sagen. Matchball. Matchball, meine lieben Leute. Und da gucken wir uns das Ganze gerne nochmal auf dem Scoreboard an. Escape immer noch als Top-Fragger unterwegs, aber MVP ist hier aktuell Affenbeeren.
gefolgt von restlichen Mates mit 654 und 33231. Also, wie gesagt, jetzt sind es auch natürlich alle hier auf dem Scoreboard angekommen, aber gleichzeitig heißt es hier auch Matchball. Swap ist da, Angriff und Verteidigung wechseln jetzt, also sehen wir dementsprechend Chicken Dinner erstmal in der Defense und sie entscheiden sich als erstes für Church. Im Gepäck haben sie mit dabei Mira, Valkyrie, Jäger, Ella und last but not least Doc als sechsten Pick nochmal, obwohl vorher schon Doc gewählt wurde. Man bleibt halt so quasi dabei. Twitch, Sledge, Buck, Thatcher und Thermite. Das sind hier die letzten Spieler, die wir jetzt dementsprechend sehen und die dementsprechend gepickt wurden. Ja, kann man natürlich die Püppchen hier kaputt machen. Wie gesagt, ich finde das Tempo halt tatsächlich geil. Natürlich wurde jetzt auch gesagt, PC ist natürlich alles schneller. Du spielst auch 144 Hertz bis 240 Hertz. Also das Tempo und natürlich auch hier die Field of View ist hier bei der 10 seconds PS4 left. auf 60. Auf PC kannst du bis auf 90 gehen. 5 seconds left. Ja, das Tempo bleibt ja irgendwo schon gleich, ne? Aber vom Spielgefühl her. Es sieht langsam aus, ist es aber nicht, Leute. Glaubt mir, ist es nicht. Und da Kara jetzt eiskalt über die Garage, genau darauf hat er gewartet, beziehungsweise CCTV mit seinem Glory Hole, bangt er erstmal den Bug weg. Und das dämmt das Ganze natürlich ein bisschen so ein, ne? Zeigt man nochmal, wie das richtig gehen kann. Apfel mit Bienen hier auch ganz dreist, mit der Vector am Start, ist auch am Roamen. Die wollen sie erst gar nicht an den Spot reinkommen lassen, ne? So, Twitch-Drohne hat jetzt natürlich jetzt das Mira-Window auf. Wenn die Drohne schon on den Spot ist. Warten wir nochmal ab. Oh, jetzt hier der Thermite. Schön gemacht. Also er war noch am Drohnen gewesen. Ausgleichssituation ist da. Gleichzeitig Kara hier nachgelegt. Das lässt man sich hier nicht gefallen. Dann gleichzeitig nochmal Grismod mit reinballern. Jetzt weiß man zumindest, dass er da steht. Und jetzt guckt er den mal an, was er da jetzt macht. Zack! Da holt er ihn sich eiskalt. Und kann er noch den zweiten? Nein, wird gleichzeitig hier geflankt vom Back to Basic. Er ist aber auch Last Man Standing. Und da ist auch schon vorbei hier. Apfel mit Birnen mit dem letzten Frag. Das war auf jeden Fall geil mit anzusehen. GG, well play. Kann man nichts machen. Ich würde sagen, Bomb Brothers an sich gar nicht schlecht gemacht. Wir müssen aber, ihr müsst auch eins betrachten, das sind echt harte Jungs hier, gegen die ihr gerade angetreten seid. Ist natürlich ärgerlich, direkt von vornherein gegen die zu spielen, weiß ich. Aber jeden Dienstag könnt ihr immer wieder mitmachen. Freue ich mich auf jeden Fall. Denn ansonsten war es ja nicht verkehrt. Gerade die ersten Runden super gut performt, hat aber zum Schluss nicht gereicht. So, gerne nochmal hier die letzten Situationen anschauen. Also, der Kara hier richtig dreist gewesen mit der Grismod. Ballert da draus. Dann rennt er auch noch hin und hat alle die Ruhe weg. Also, ich dachte erstmal, jetzt kommt noch ein Melee dazu. Ist nicht passiert. Und dann natürlich das Gemetzel zum Schluss hier draußen. Also, absolut keine Chance gehabt, hier irgendwie ins Gebäude reinzukommen. GG, Jungs. So, also, ich würde mal sagen, wir machen hier einmal einen kurzen Break und danach geht's sofort weiter. Ich werde einmal kurz alles umstellen. Also schön dranbleiben. Bis gleich.